Ich will jetzt schon nicht mehr. Heri, ich hasse dich. Bald Schluss mit Freundschaft. Ich nehme kein Spiel mehr von dir. Oh, Alter, nee. Hier sind Motten, das ist schon Horror genug. Da wird einem schlecht. Du Arschkeks. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Nee, er uriniere sich ihn fort. Was soll denn das? Hallo und herzlich willkommen. Ich habe keine Anfangssequenz. Okay, ich habe gelesen, ich habe kein Menü. Es wird noch nicht mal gezeigt, wie das Spiel heißt, okay. Das ist ein Spiel, was die liebe Peri mir geschenkt hat. Und ich vermute, die Peri mag mich nicht, weil ich habe nur einen Trailer gesehen und es war furchtbar gruselig. Es soll kein Menü geben, wenn man hier raus will. Ist das dunkel? Was habe ich da gerade gehört? Wenn man hier raus will, soll man Alt F4 drücken. Oder durch die Tür im Hauptraum gehen. Ich bin ein bisschen besorgt. Ich will jetzt schon nicht mehr. Was höre ich da? Nein, es ist alles gut. Wir sind zu Hause, wir haben was zu essen. Was muss ich denn tun? Ja, so, das mache ich ähnlich, nur nicht an der Tür. Mir hängen zwei an der Mikrowelle. Könnte die Waschmaschine bitte aufhören zu laufen? Aber was ist das denn? Also, das war eklig. Ich muss das mal kurz für mich ein bisschen heller stellen und für euch dann später auch. Sonst sehe ich nichts. Wenn man hier kein Menü hat. Oh, warte. Ah, halt. Eins zurück. Na. Nochmal. D-C-D-T-W. Weiter, weiter, weiter. Da haben wir es doch so. Heller. Ja, ich glaube, das könnte so gehen. Okay. So. Wir haben einen ranzigen Kühlschrank. Ein Fernseher, der läuft. Wir trainieren wohl. Das ist Spiel beendet. Ich schaue nur einmal. Okay, also das ist die Tür, womit das Spiel beendet wird. Sehr schön. So viele Post-its habe ich jetzt auch wieder nicht. Kann ich die irgendwie lesen? Die rauchen. Wir können da nicht rein. Also ich habe gelesen, dass wir ein mysteriöses Tape kriegen sollen, was unter der Tür durchgeschoben wird. Wir haben noch kein Tape. Oh mein Gott, in diesem Spiel. Kann ich springen? Da wird einem schlecht, weil ich direkt an der Decke hänge. Ich kann auch nicht rennen, aber ich kann springen. Okay, da ist wohl dieses Tape. Der pfeift. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn jetzt schon. Halt die Fresse. Also nein, Entschuldigung. Natürlich, bitte schließen Sie Ihre Sprechöffnung. Er uriniere sich ihn fort. Soll denn das? Okay, wir gucken das Tape. Achso, wir spielen das Tape. Das ist ja ganz, ganz toll. Hallo. Ich kann auch hier springen. Ja. Wer braucht schon Licht? Rappeln. Ach, ich habe eine Taschenlampe. Okay.
Was soll ich denn tun? Hallo. Na? Mein Freund? Ich wollte gerade sagen, ein Arsch mit Ohren. Nee, das ist anders. Oh, okay. Das Spiel soll 30 bis 40 Minuten dauern. Also mit mir bestimmt eine Stunde. Weil ich ein Angsthase bin, deswegen heiße ich auch Hase. Und den Weg nie finde. Ich würde gerne die Maus einstellen können. Heute gibt es Hand einen Topf. Das ist eine super Idee, da hinzugehen, wo vorhin das Fieber. Oder der Kerl oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, worum es hier geht. Aber das ist ja nur ein Tape. Also, es ist ja schon passiert. Wir spielen das ja nur nach. Ich weiß gar nicht, ob da stand Walking Simulator. Ist das dann nicht so, dass einem eigentlich ja gar nichts passieren kann, weil man eigentlich nur den vorgegebenen Weg geht? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Hier oder da hinten? Ach, wird schon werden. Nichts machen, okay. Kann ich crouchen? Ja. No entry. Ich höre doch Dinge. Ich höre Dinge. Alter, hör auf damit. Oh, Peri, nee, ne? Ich kann das nicht. Das ist ja furchtbar. Das Ding ist, sie wird sich das Video wahrscheinlich nicht anschauen. Weil sie hat es mir geschenkt. Weil sie es selber nicht sehen kann. Ich muss zwar hören, aber ich will das eigentlich gar nicht hören. Was? Ich hab's schon leise, aber... Machen wir das hier unten ab. Okay, vielleicht schaut sie sich zumindest das Intro an. Das Intro. Peri, ich hasse dich. Nein, tue ich nicht, aber... Das ist echt widerlich. So widerlich. Und ich wette, ich falle gleich beim ersten Jumpscare vom Stuhl. Und ich hoffe, da waren schon welche und ich habe es einfach übersehen. Wenn hier gleich irgendwo einfach einer steht, ne? Das wird schon reichen. Bitte? Wo? Oh, Alter, nee. Haltet euch drauf vor, das wird länger dauern. Ah. Was bewegt sich hier? Sehe ich irgendwas nicht. Irgendwer ist doch hier irgendwo. Das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt einfach. Ist alles gut. Guck mal, hier sind Bauarbeiter. Es ist eine Baustelle. Hier ist alles gut. Hier passiert überhaupt nichts. Oh, guck mal. Lagerfeuer. Der chillt hier. Ne, kann ich nichts machen? Wenn ich mich rumdrehe, ist da jemand? Ah. Hier sind Motten. Das ist schon Horror genug. Also ich sag mal so, ich kann nicht rennen. Ich hocke auch nicht, ne? Das ist hocken. Das ist wieder aufstehen. Ich kann nicht rennen, das ist doch super. Kann ich hier ins Nichts springen? Nein.
Das heißt, ich kann ja auch dann nicht gejagt werden. Wohin zum Teufel muss ich gehen? Ach, guck mal, ich wackel selber an diesen Ketten. Da mache ich das so hin, bestimmt auch selber, weil hier ist überhaupt gar keiner. Ist das ekelhaft? Ich bekomme eine Axt. Kann ich damit einfach so zuschlagen? Nein, das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Und das bedeutet, ich muss auf irgendeinen Gegenstand einschlagen. Vielleicht hier? Was ist denn das eigentlich für eine Fabrik? Was? Was? Nein, das ist mir egal. Lass mich in Ruhe. Fire Exit. Ja, ich würde gerne hier durch. Guck mal. Ist doch alles super. Na Gott. Nee. Oh Gott. End einmal kurz am Fußkratzen hier. Oh. War hier vorhin das Blut auch schon? Ja, ne? Ist so chilliges Arbeiten hier. Die hängen hier einfach ab. Wo laufe ich denn hier? Das ist bestimmt nur ein einfacher Walking Simulator. Und ich. Mir kann überhaupt nichts passieren. Und natürlich werden wir jetzt in genau dieselbe Richtung gehen. Weil es gar nicht anders geht. Das hat ein bisschen gezogen in meiner Seite. Wo muss ich denn hin? Kam ich doch her, oder? Orientierung gleich null. Warte mal, hier kam ich her. Aber ich kann auch nur woanders hin, ne? Kann ich hier runter? Ja, natürlich kann ich hier runter. Super. Ich würde gerne schlagen, obwohl nein, ich möchte nicht schlagen, weil dann muss ich mich ja verteidigen. Was ist denn hier? Nix? Wie? Nix. Hä? Bin ich blind? Kann ich hockend hier drüber springen? Nein. Ist einfach nichts. Nein. Nicht, dass ich mich gleich hier festbacke. Gut, dann. Gehe ich halt wieder zurück, nehme ich an. Aber wohin hätte ich das sehen müssen, können, dürfen, sollen? Wo ist denn unser Kumpel hin? Ist das der gewesen? Achso, hier laufen einfach die Mitarbeiter her. Die müssen ja auch mal was tun. Also können ja nicht... Der war in Pause und ist dann eben... Hat er gemerkt, jetzt wird Zeit... Jetzt muss ich wieder an die arbeiten, deswegen ist er ganz fix los. Hat aber seinen Helm vergessen. Geht halt nicht, ne? Sicherheit geht vor. Was ist denn hier meine Aufgabe? Also hier kam doch der Kerl her. Ich nicht ganz verstehen. Okay, ich halt nochmal hier hoch. Ja, du hast auch gerade Pause. Sehe schon.
müsste mir doch angezeigt werden. Ja, Gott, nicht springen. Spiel, in dem ich nicht springen möchte, das ist ja auch mal was Neues. Es muss doch irgendwo hier sein, das kann nicht sein. Ich häng schon mit der Axt da durch. Nein, nicht springt das. Anscheinend nicht. Renn doch mal bitte. Nein, nicht rennen. Okay, also, er kam von hier. Ich kann hier nicht durch. So kam er eigentlich von hier, wenn er da hinten gelegen hat. Ich kann hier auch nicht runterfallen. Hier ist noch... Moment. Wo waren wir denn vorhin? Waren wir hier schon? Jetzt mittlerweile seht ihr besser als ich, obwohl ich es heller gestellt habe. Ich habe viel mehr gekrisselt im Bild. Nee, hey, hier war ich nicht. Ah, okay. Lass mich in Ruhe, ist mir egal. Das ist nur Wasser, das ist eine Ratte oder so. Das wäre okay. Ah. Na, wie viele Jahre ist dieses Spiel eigentlich? Das muss ich ja nochmal eruieren. Okay, wieder zu viel Auswahl. Die Ratten heutzutage machen andere Geräusche. Es ist alles gut. Ich kann nicht schlagen, ich kann nicht rennen. Hier wird mir überhaupt nichts passieren. Nein. Ja, ja, klar. Gerne doch. Gucken wir doch mal. Ich bin der Inspektor für Arbeitssicherheit. Was war das? Kann ich denn damit zumachen, um Gottes Willen? Was schwebt denn hier? Was habe ich... Hä? Okay. Ich hinterfrage das nicht. Ich bin der Inspektor... Oh, er pfeift. Ich will ihn umbringen. Wo ist meine Axt? Und kontrolliere, ob hier alles in Ordnung ist. Was ist dein Auftrag? Du Arschkeks. Und hier ist eine Ratte. Ja, natürlich gucken wir doch, was da los ist. Das ist doch nicht dein... Ernst? Ja. Hallo? Nee, nicht noch weiter weg. Ich wollte dich davor schieben. Ach, jetzt hör doch auf. Jetzt hör doch. Peri. Bald Schluss mit Freundschaft. Alter. Nee. Nee. Oh. Ich will das nicht. Ich habe Gänsehaut. Ich will das nicht. Wo ist meine Axt? Verpfeif dich. Nein, nicht pfeifen, aber... Du weißt schon, hier. Familienfreundlich ausdrücken. Ich geh jetzt einfach rückwärts. Mein Verderben. Ass 5. Wo ist er hin? Was ist jetzt hier los? Okay. Er ist weg.
Er wird jetzt weg sein. Hier ist überhaupt nichts los. Was ist hier? Attention. Anti. Oh, da war die Ratte. Ich hab's doch gesagt. Bei euch kann es besser lesen. Nee, auch nicht so wirklich. Swiss. Danger. Also hier ist irgendwas mit Gift. Aber scheint ja nicht so schlimm zu sein, weil die Ratte ja noch da war. Hallo. Lass mir meine Taschenlampe. Ich nehme kein Spiel mehr von dir. Ich sag's dir. Komm in meine Arme. Hi. Kann ich sterben, oder? Was ist das für eine Firma gewesen hier? Gib es mir egal. Ja, mach dem Mann doch mal die Tür auf. Ja, ich komme ja schon. Ja, ich kann anscheinend nicht. Ich würde ja, aber... Muss ich jetzt wieder den Weg zurück bei den Spinden? Er ist weg. Oh, guck mal. Er hat mir den Weg frei gemacht. Ich glaube, da hinten wartet er, oder? Ach, das ist ja. Vielleicht wird ja Essen vorbereitet oder so. Eine Mensa. Ach, guck mal. Der ist ja ganz nett. Ja, nimm doch mal jetzt hier. Dankeschön. Was? Ich habe nicht ganz verstanden, was du da sagst, aber... Nein! Nein! Wir haben uns schon einmal umarmt und geknutscht, jetzt ist gut. Ich muss an die Tür gehen. Nee. Ist das ekelhaft? Lass mich in Ruhe jetzt. Bleib's draußen. Danke dir für den Schlüssel, aber jetzt ist mal gut, ne? Was? Nein, ich kann es nicht. Ich muss erst gucken. Water. Steht da Worms? Works. Ach so, Water. Water Works. Ach so, hier ist Wasseraufbereitungsanlage. Okay, ja, das ist aber nicht sehr schön hier. Also nochmal, ich bin hier der Sicherheits- oder Gesundheitsinspektor, ich weiß es nicht mehr. Ich sehe nichts. Gut, geschlossene Türen finde ich gut. Ich bin der Inspektor für alles hier. Und diese Firma schneidet nicht sehr gut ab. Lass nicht, das klingt ekelhaft. Ist unser Freund denn jetzt auch weg oder kommt er nochmal wieder? Ich will nicht, dass er wiederkommt. Hier quietschen die Fenster, hier funktioniert kein einziger Hebel.
Hier ist doch bestimmt jemand, oder? Warum kann ich sonst hier rausgucken? Ich sehe nichts. Seht ihr was? Ich finde, ich habe mir einen Daumen hoch verdient. Weil das echt ekelhaft war mit dem Puppenkerl. Bitte. Für irgendwas muss ich das doch gemacht haben. Nimmt es auch noch auf? Ja, okay. Das darf nicht verloren sein. Jetzt müsste ich das nachstellen und das wäre doof. Na. Mir tut Pfeifen in den Ohren weh. Du darfst bitte nicht pfeifen. Ach, das war so nah. Ist das, was ich denke? Ja, oh nein, er ist schon wieder zurück. Oh nein, fick dich doch. Ich will das nicht. Wie bist du durch die Tür gekommen? Oh. Hat jemand weh getan? Ich möchte mich jetzt hier umgucken. Kannst du pfeifen? Du bist eine Puppe. So. Ja, das ist ja fein. Ich sehe überhaupt nichts. Also, wenn, ganz ehrlich, ne? Wenn mir einer so ein Tape unter der Tür durchschieben. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das gucken würde. Stellt euch vor, ihr findet irgendwann nach dem Aufstehen oder so. Am besten noch abends. So ein Tape an eurer Tür. Würdet ihr es gucken? Da kam ich her. Klopft denn hier schon wieder? Okay, hier. Oh, ah, guck mal, Tür. Und dann würde ich sowas hier sehen. Ich glaube, ich würde umziehen. Nee. Also kann ich da was machen? Ja. Oh. Ein Zettel. Oh, das ist ein bisschen hell. Was soll das bedeuten? Eine Kerze steckt in einer Kaffeetasse und wenn sie brennt, dann puste sie aus? Aber nur, wenn du einen vorstehenden Mund und eine Hackennase hast? Kerze in Kaffeetasse auspusten. Okay. Kerze. Kerze.